Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nachdem wir uns jetzt nicht mehr so viel Gedanken um die Souveränität der Briten machen müssen, müssen wir uns vielleicht vermehrt Gedanken um die eigene Souveränität und deren Erhaltung machen. Eine der letzten Amtshandlungen bzw. im letzten Amtsjahr und den letzten Monaten noch mal verstärkt Anmerkung von Jean-Claude Juncker war, dass man immer mehr Entscheidungen in den Bereich der Mehrheitsentscheide bringen müsste, via Brückenklausel quasi das Prinzip der Einstimmigkeit leichter ausmanövrieren zu können. Und das insbesondere im hochsensiblen Bereich der Steuer- und Sozialpolitik sowie der GASP, der Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt hat es die Implikation, dass die qualifizierte Mehrheit eine doppelte sein muss, das heißt 55% der Mitgliedstaaten und 65% der Bevölkerung müssen dafür sein, damit ein solcher Mehrheitsentscheid gelte. Und jetzt mit dem mehr oder weniger definitiven Austritt der Briten tritt das ein, was absehbar war, dass nämlich eigentlich nicht nur die 20 von unten nach oben gerechnet, Malta etc., die Wirtschaftskraft von 20 Mitgliedstaaten mit den Briten wegfällt, sondern dass quasi auch diese 35%-Geschichte mit der impliziten Sperrminorität kippt. Der alte D-Mark-Block hat nämlich ohne die Briten nur noch 25% der Bevölkerung und wird mit Leichtigkeit vom dem, was man seit den 70er Jahren schon als Club Med bezeichnet, übertrumpft. Und deswegen müsste eigentlich gelten, je mehr Bereiche dieser Möglichkeit, dieser Überstimmungsmöglichkeit enthoben sind, bleiben oder eben werden, umso besser ist es für Deutschland. Ja, also es kann nicht angehen, dass wir quasi jetzt in diese Notlage geraten. Es wäre eigentlich fällig, mit dem ganzen Brexit-Deal entsprechend auch eine Neujustierung der Sperrminoritäten festzulegen. Das heißt, dass dann eben eine 25-prozentige Sperrminorität ausreichen würde. Oder wenn wir das analogisieren den Verhältnissen, die im IWF gegeben sind, müsste eigentlich die deutschen 15% ausreichen, um einen Mehrheitsentscheid im Fall des Falles zu kippen. All das ist bisher nicht geschehen und ist anzumahnen. Und wenigstens, das Wenigste, was getan werden kann, ist eine Ausweitung, sich einer Ausweitung dieser Mehrheitsentscheide entgegenzustellen im eigenen Interesse. Was haben wir als Beispiel für die Steuerpolitik? Die ist ja eigentlich ausgenommen. Ja, der direkte Griff in die Steuerhoheit oder Budgethoheit eines Staates geht natürlich nicht. Aber wir haben mit dieser Arbeitsleistung Transaktionssteuer ja so ein wunderbares Beispiel, wie sowas funktioniert, das mit französisch-deutschem Vorreiten irgendein Flickschuster, eine Flickschusterei, ein Blendwerk betrieben wird und am Ende nicht die Transaktionssteuer für Manipulationsgeschichten im Euroraum oder global angegangen werden kann, sondern der kleine Aktiensparer gekniffen ist, weil es eine Aktiensteuer geworden ist. Dieser Berg hat also gebebt und diese Maus geboren und das zu unserem Nachteil. Und wir haben auch in diversen Ausschusssitzungen oder Expertenmeinungen auf diversen Kanälen öffentlich und weniger öffentlich erfahren, dass man nun solche Steuern, siehe Transaktionssteuer oder was davon übrig geblieben ist, durchaus auch dafür verwenden könnte, nationale Mindestrenten und dergleichen mehr oder auch Mindestlöhne zu finanzieren, was ja nun direkt ein ziemlicher Widerspruch zu all dem ist. Aber es zeigt uns, wie eben mit der Logik des albanischen Hütchenspiels sozusagen von der einen Ecke in die andere gewirtschaftet wird, das Publikum das auch nicht unbedingt nachvollziehen kann. Dafür haben wir eine erhöhte Verantwortung und dafür dieses Gebot des Festhaltens an der Vetomöglichkeit und einer Neujustierung der Mehrheit, die dann tatsächlich qualifiziert ist. Ja, also deutsche Interessen haben leider nicht immer eine hundertprozentige Schnittmenge mit EU-Umverteilungsinteressen. Immer öfter ist das Gegenteil der Fall. Wenn andere Länder seit Jahrzehnten ihre Konsummöglichkeiten auf vielfältigste Art und Weise mit deutschem Geld finanzieren und genau dieses Geld deutschen Arbeitnehmern, Sparern, Rentnern, echt Hilfsbedürftigen und Unternehmen fehlt, ist das nicht länger hinzunehmen. Nicht anderer Leute gegenleistungslose Wohlfahrt ist über irgendwelche offenen oder verdeckten Transfers zu gewährleisten, sondern die Wohlfahrt der sozusagen eigenen Urbevölkerung und der hier produktiv und positiv integrierten und assimilierten aus aller Welt.
Was die hier im Parlament schon länger Sitzenden aber betreiben, ist die internationalisierte Plünderung der Steuer- und Sozialkassen mit finaler Schächtung des Sozial- und Rechtsstaates. Vielen Dank an alle, die dies verhindern wollen. Vielen Dank, Dr. Weil. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Volker.